Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Scribblenauts. Diesmal am Sonntag und ich würde sagen, wir lassen das auch bei dem Sonntag, weil irgendwie Samstag vergesse ich das immer gerne. Diesmal habe ich es nicht vergessen, aber, also doch halbwegs. Aber sonntags kommt das einfach besser, weil irgendwie sonntags ist sowieso nix und Arschlecken. Ihr wisst, was ich meine. Sonntags ist, glaube ich, besser. Weil ich jetzt in letzter Zeit leider nicht schaffe, so viel Stand-Up aufzunehmen. Könnte ich aber auch mal wieder machen. Meine Lügen machten meine Nase enorm. Ja, das sehe ich. Ich verspreche, ich bin ehrlich. Wenn du gibst ihr die alte Form... Was? Ich verspreche, ich bin ehrlich, wenn du gibst ihr die alte Form. Hölzerner Dummkopf. Ja, ich merke schon. Dafür der Papphut, ne? Wie wär's mit einer... Einfach mal eine Nase. Hier, mein Freund. Hier hast du eine andere Nase. Bringt dir nur nix. Hier, hallo. Hier, du hast eine Nase. Na, verdammt. Ja, meine Nase. Okay, wie sollen wir... Ist die Nase ein einzelnes Objekt? Hölzerner Dummkopf. Wie sollen wir die Nase klein machen? Nasenschrumpfstrahl. Klappt hundertprozentig eh nicht. Nachtfalke, Nachthaube, Nachtlicht, Nachtlokal, Nachtsicht und Nachttisch. Den hast du dir doch schon immer gewünscht, ich weiß. Und da hast du doch nicht. Braucht er vielleicht eine andere Farbe, der Nachttisch? Warum ist meine Nase jetzt eigentlich auch so groß? Kleine Nase. Bitteschön. Dann schmeiß sie doch nicht auf den Kamin. Dann machen wir ihn jetzt einfach. Das wird nicht funktionieren, das wird voll in die Hose gehen. Da ist wieder unser Schrumpfstrahl, der uns ab und zu sogar mal geholfen hat. Voll auf die Nase. Du musst jetzt auch in meine Richtung gucken, mein Freund. Hier, testen wir es mal an dem Wandschrank. Funktioniert, sehr schön. Und jetzt ein Test am Menschen. Ich will dir doch nur helfen mit deiner Nase. Bleib stehen! Oh yeah, was hat die Hexe jetzt damit zu tun? Eine fliegende Fee, keine Hexe. Und jetzt ist er wieder normal, aber ein Dummkopf ist er immer noch. Nee, aber den Papphut vom Dummkopf hat er noch auf. Hey, wir haben ihm geholfen, wieder normal zu werden. Und der Tisch brennt, glaube ich, gerade. Und die Nase. Hier ist eine Nase. Hey, jetzt hat er seine Nase wieder. Der Tisch brennt. Alter, alles brennt. Jetzt haut's ab. Was? Warum brennt das denn hier? Folgen wir dem Rauch. Hi. Hast du zufällig nach unten gefurzt? Was? Ich spinne... Er spinnt Gold. Ich spinne Gold in 0, nix. Egal aus was und ganz ohne Tricks. Wow. Wie wär's mit... verdammt, falsche Taste. Scheiße. Oder eine Scheide. Nein, verdammt, das ist die falsche Scheibe. Scheide. Hier, hast du eine Scheide. Endlich, toll, ne? Das muss jetzt sein. Vadigo. Ein Vandigo, den meinte ich auch nicht. Wie wär's mit den weiblichen Geschlechtsorgan? Oder eine Geschäftsfrau? Nee, eine Gesichtschirurgin. Und natürlich weiblich, natürlich. Hier, mach aus ihr Gold. Warum rennt ihr jetzt weg? Meine Nase! Wo ist sie hin? Sie sollte meine Nase wieder in Ordnung flicken. Ich will jetzt Scheiße haben. Wie wär's mit Scheiße? Ein Scheitel, eine Schere, Schelle. Wie wär's mit einer Schelle in dein Gesicht? Kannst du das auch mit dem Fisch? Hey. Hey. Mach das mit dem Fisch. Entfernen. Gib mir den Fisch und rein damit. Hey, ein goldener Fisch. Kann ich ihn essen? Oh, nee, er lebt ja noch. Guck mal, jetzt bist du golden. Jetzt machen wir doch noch ein Aquarium. Perfekt. Ein Fischglas. Bisschen klein. Wie wär's, wenn wir es noch groß machen? Ja, groß, nicht grob. Jo, das ging nur nach oben. Wie wär's, wenn wir es gigantisch machen? So, das sollte reichen, oder?
Bitteschön. Und man sieht den Fisch nicht mehr schwimmen. Ah! War das geplant? Rein damit hier bitte. Und hops, wieder umdrehen. Und jetzt rein mit dir. Und diesmal kippen wir dich nicht um, versprochen. Oh, da schläft einer. Da schläft einer. Wie wär's mit einem Hocker? Bitteschön. Hey! Oh yeah, wer ist der Beste? Ich nicht, ich weiß. Alter, wenn das nicht genial war. Ich hab's erraten. Also eigentlich wollte ich die einfach nur nerven, aber okay. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Was? Übrigens, das war gerade mein Skype, nicht dein Skype. Weil ich kenne so viele Videos, da hörst du plötzlich im Hintergrund das Skype-Geräusch und denkst dir, oh, endlich! Jemand hat mir oh, war doch nur ein Video. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett und sie kommt nicht zur Ruhe. Seid ihr alle behindert oder warum müsst ihr hier rumreimen? Wie wär's mit einer fettigen, fettigen Torte? Auf awesome, natürlich. Sahnekuchen, lecker. Legen wir sie aufs Bett und... Hier, bitteschön. Hallo? Das ist nichts zu essen? Dann eben essen. Na, wieder ein Apfel, typisch. Und das geht auch nicht, ich habe jetzt sogar Essen eingegeben. Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett und sie kommt nicht zur Ruhe. Was? Ach, vielleicht will er eine Braut. Fette Braut. Die ist doch gar nicht fett. Du musst fett sein, sonst will er dich nicht. Dick. Geht das? Das ist nicht dick. Wie wär's mit ultra dick? Nein. Wie wär's, wenn wir ihr einfach ganz viel zu fressen geben? Messen wir sie. Essbares Schwein. Ich wusste es. Om nom 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 nom. Den Apfel isst du nicht? Was willst du denn von mir? Willst du das Aquarium haben? Hier. Lol, der ist da rausgesprungen. Jetzt hört mal auf, mich anzuschreiben. Ist ja schlimm hier. Da komme ich auch nicht besser auf eine Idee. Was willst du denn? Willst du den Schrumpfstrahler? Oder soll ich erstmal meine Nase aus dem Gesicht nehmen? Denn irgendwie... Nimm den Schrumpfstrahler. Komm, nimm ihn. Yeah! Oh, hier geht's weiter nach oben. Da ist die Chirurgin eben hin. Wie konnte der mir jetzt erst auffallen? Und was ist mit der... Was ist das für eine Frisur? Die hängt, glaube ich, mit der Frisur da drin. Alter, und die Ratte! Ich bin so ein Blitzmerker gerade. Kann ich da auch rein? Ja, da kommen wir her. Eine gigantische Ratte. Was will die denn? Diese Ratten sind außer Rand und Band. Ich brauche etwas Musikalisches in meiner Hand. Wie wäre es mit... Ich setz dich in Brand. Nee, da fehlte noch. Warte, was hat er? Diese Ratten sind außer Rand und Band. Ich brauche etwas Musikalisches in meiner Hand. Ansonsten setze ich dich in Brand. Oder stoß dich vom Rand. Ein Banjo. Da können wir ihm noch was vordingsen. Mein Freund, ich habe geübt. Extra für dich. Ja, dann mach du das eben. Nur weil ich nicht spielen kann. Das Geräusch wurde auch gerade mit dem Banjo gemacht. Oh, er heult. Ah, ich ertrinke. Jetzt hör mal auf, Alter. Was ist das? Ich hustete und pustete, doch das Haus blieb ganz. Bitte zerstöre dieses Heim, wenn du es kannst. Hier, mein Freund, hast du eine Bombe. Spiel damit, so viel du magst. Ich helfe erstmal dem hier. Ist riesig, hat eine dämliche Stimme. Unsere Liebe macht mich einsam. Hätten wir doch nur mehr gemeinsam. Wie wär's, wenn wir euch anpassen? Wenn wir dich winzig machen? Oh, das ist sehr klein. Das ist sehr klein. Moment, Moment, ich korrigiere das. Vielleicht, wenn wir ihn klein machen. So, perfekt. Denn ich hätte jetzt natürlich die hier auch groß machen können. Aber... Was ist eigentlich am besten hinter dem Haus? Wer will schon zwei dämliche, riesige Freaks haben? Also so riesig. Die hier so gerade aufs
das Dingensens da drauf passen. Stadthaus, da ist doch bestimmt Rotkäppchen drin. Gib mir das mal. So, Rotkäppchen. Es wird lustig. Die Lunte brennt. Spring vom... Nein. Nein, spring auch nicht vom Haus. Nein. Nein, alle bringen sich selber um. Wie wär's mit einem Warnschild? Nicht hier runterspringen. Das kommt zu spät. Ich weiß, aber egal. Und ihr macht auch irgendwie nichts anderes außer... Yeah. Das ist die Liebe. Hier, hast du eine Nase? Ich hab deine Nase. Ey, gib mir meine Nase wieder. Schicke Nase, wirklich, hier. Die kann dir dabei helfen. Oder auch, Alter, hat die Angst vor gigantischen Nasen? Das können wir ändern. Oh, wisst ihr, was mir gerade auffällt? Wir hätten auch den Schrumpfstrahler verwenden können, den wir sogar in der Hand hatten. Warum? Wir müssen den kleiner machen und ich habe einen Schrumpfstrahler in der Hand. Und ich schreibe das Adjektiv da rein, dass er klein werden soll. Warum baller ich nicht einfach auf den drauf? So wie du, du kleine Nutzlose. Bam! Was geht da oben ab? Des König... Nee, was? Wie soll der reden? Der sieht aus wie Ike. Des König, Pferde und Männer sind dahin. Nein. Zerschmettert am Boden ist alles, was ich bin. Bauen wir doch einfach mal irgendwie... Komme ich da überhaupt hoch? Wie soll ich da hochkommen? Nicht runterfallen. Fällt man hier runter? Kann man in der Luft springen? Ich weiß es nicht. Nein! Okay, ich lebe. Das ist sehr beruhigend. Dann machen wir eben hier weiter. Ist auch kein Problem. Was hältst du denn? Ich hatte mal ein kleines Lamm. Es zu essen kam mir in den Sinn. Nun ist es weg. Ich weiß nicht wohin. Nee, das Wort funktioniert bestimmt nicht. Ich wollte... Ja, jetzt ein Bordell hier hinspawnen. Vielleicht Bordell ist ja das Fachwort. Hier, eine Bade. Bitteschön. Wenn das jetzt geklappt hätte, ne? Einfach ein Haus? Oder wie wär's mit einem Klohaus? Das wird dir noch viel besser gefallen. Klohäusel. Hier ist ein Klohäusel. Mein Freund. Hier hast du ein Klohäusel. Nimm es jetzt oder geh da rein. Dann benutze ich es eben. Ew. Das ist so ein tolles Furzgeräusch, Alter. Das klingt so trocken. Ja, kann ich auch. Ohne mich überhaupt anzustrengen. Nochmal! Oh yeah. Was wolltest du? Wie wär's mit einer neuen Ziege? Oder ein Lamm hatte er. Aber egal. Meh. Hallo. Meh, jetzt verlieb dich in ihn. Oder ich baller mit meinem Schrumpfstrahl durch die Gegend. Mein Freund, du hast es so gewollt. Das meine ich. Jetzt liebe ihn oder die Frau wird klein. Oder hat einen kleinen. Bäm. Genau, lauf weg. Warum so aggressiv? Hier. Hat's funktioniert? Lauf. Lauf. Nur gib mir den Splitter, bitte. Hallo. Hey, gib mir den Splitter oder ich schieße. Was will der denn? Ein Lamm. Ein junges Schaf. Meh. Eine Herde. Nicht ein Herd. Verdammt. Ein Elektroherd. Vielleicht wird ihn das ja glücklich stimmen. Bitteschön. Auch nicht. Ja, schade aber auch. Oh, wer ist da oben? Der sieht doch sehr bekannt aus. Schlaf, Kindlein, schlaf. Bitte, setz dem ein Ende. Oh. Dann hätte ich das anders betonen müssen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Mir hängt zum Hals raus. Bitte setz dem am Ende. Oh, Jemine. Mime, Mine. Hol mich hier runter. Sonst tue ich mir noch weh. Hat sich das irgendwo gereimt? Schlaf, Kindlein, schlaf. Bitte setz dem am Ende. Oh, Jemine. Hol mich hier. Oh, Jemine. Das ist auch egal. Ich hol dich da runter. Keine Sorge. Ein fahrbarer Vogel. Du bist ja so klein. Bitteschön. Steig auf. Reiten. Komm hier runter. Hier, komm. Komm nur hier runter.
Okay, können wir ihn... Nein, können wir nicht, verdammt. Dann hol ich ihn eben da runter, das gibt's doch gar nicht. Ah, das schaffst du. Der Vogel muss auch unter dem Motto... Verdammt. Verdammt. Okay, Flügel. Nicht das... Pass auf, alles Gute kommt von oben. Okay, das hat ihm gar nicht wehgetan. Flügel, nicht das Instrument. Bitteschön. Wo wieder ausrastet. Und den Vogel quälen wir jetzt besser nicht weiter. Tier verwenden. Was? Ah! Komm, geh rein, geh rein. Können wir den was klauen? Was ist das für ein Move? Beat it! Beat it! Okay, ich steig ab und mach was Vernünftiges. Was gibt's denn hier noch? Hier bestimmt noch irgendwas. Hier unten glaube ich nicht mehr. Hier haben wir alles zerstört. Der Spiegel hält mich für hässlich, ganz und gar. Waaah, das tut weh. Nee, woher? Das tut weh. Bitte sag, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Lügender Spiegel. Bitteschön, der lügt jetzt. Guck da rein. Geh kaputt. Ja, der Spiegel hopst natürlich nur rum. Lügender Spiegel hopst durch die Gegend. Spiegel, kann ich nichts bei machen. Adlige. Wie wär's mit einer Chirurgin? Falsch geschrieben. Sehr schön, mit einem U. Bitteschön. Schnibbel an ihr rum. Oh, sie hat... Das ergibt so viel Sinn. Das ergibt so viel... Ups. Deine Probleme sind, glaube ich, jetzt gelöst, oder? Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist. Okay, ein letzter Versuch. Was will der hier? Meine königliche Braut zeigt sich im Nu. Leg Essen ins Bett und sie kommt nicht zur Ruhe. Eine esssüchtige Frau. Eifersüchtige, essartige. Nimm mal essartige. Hoffentlich isst er die jetzt nicht auf. Ich habe keine Ahnung, was du willst. Vielleicht ein Hund. Vielleicht kommt der nicht zur Ruhe, wenn da was zu essen drin liegt. Oder einen goldenen Fisch. Oder den Hund im Arm. Natürlich frisst er. Was hat sie jetzt da gerade gefressen? Was hat sie jetzt gefressen? Ich habe keine Ahnung. Hier hast du noch was zum Fressen. Nein, das gehört... Hört mir. Verdammt. Mir fällt dazu schon wieder nichts ein. Ich würde sagen, ich mache mir mal Gedanken darüber. Und bis dahin... Haben wir bei der letzten Folge überhaupt unserem Bett hier ein Adjektiv gegeben? Warum haben wir jetzt plötzlich zwei Betten? Gnomig. Da vorne steht doch ein Gnom. Gnomig. Geht das? Ja gut, gnädig geht auch. Dann ist es gnädig, wenn man drauf schläft. Und da wir es, glaube ich, beim letzten Mal nicht gemacht haben und ich gerade Affengeräusche gehört habe, affig haben wir schon. Verdammt. Was haben wir hier noch? Mir fällt gerade nichts ein. Wie wär's mit Hölzern? Vielleicht mit wegen dem Schrank im Hintergrund. Ich würde jetzt irgendwie irgendwas machen, dass das auf diese ganzen dämlichen Reime hier drauf zukommt. Aber ich meine, wir können mit dem Bett rumhopsen. Warum können wir mit dem Bett rumhopsen? Das ergibt alles total keinen Sinn. Und flauschig ist das Ding jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und das wäre Dienstag. Dann haut rein. Bis dann. Ciao.